S19 zu Part 25 von der Long Long Farm. So, unsere Aufgabe ist immer noch umgraben. So, und das mit den Umgraben, das werden wir jetzt auch weiterführen. Denn ich habe das jetzt fertig gemacht mit den Zelda auf Ocarina of Time. Mit dem Waldtempel habe ich den bösen Dämon besiegt. Den Endboss. So. Aber zurück hier zum LS19. Ich fahre mit dem John Deere 8400R Modell. Fahre ich jetzt erstmal auf Feld 11 rum. Und danach fahre ich auf Feld 9. Und dann bin ich schon so weit fertig. So, dann nehme ich mir den kleinen John Deere, das ist der 6250R. Und nehme dann den Düngerstreuer und fahren dann über die Felder. So, und auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal hier weitermachen. Und wir werden mal gucken. Wir haben jetzt 120.000 auf dem Konto. So, auf. So, und auf jeden Fall, wenn wir jetzt hier erstmal weitermachen, die Felder müssen ja bearbeitet werden. So, und auf jeden Fall
ist das ja so, und dass wir hier fertig machen und wollen ja auch schon langsam mal anfangen zu sehen, also gar Saatgut auslegen. Und auf jeden Fall wollen wir das jetzt hier in diesem Part erledigen. Auf jeden Fall wollen wir das jetzt hier fertig machen in dem Part. Und es sind noch ein paar Stunden für mich hin. Und dann gibt es die Impfspritze. Ole. Impfspritze. Ole. Ja, ich werde geimpft. Ole. Und das mit gutem Recht. Da, 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 da. Auf jeden Fall werde ich das jetzt hier erstmal fertig machen. So. Auf jeden Fall wollen wir das jetzt hier erstmal fertig machen. Aber irgendwas stimmt wieder mit meinem Controller nicht.
Auf jeden Fall wollen wir das jetzt hier fertig machen und dann gehen wir rüber auf Feld 9. Dann werden wir da umflügen und dann werden wir den kleinen John Deere wechseln. So, da sind wir schon mal hier soweit fertig. Fahre jetzt doch die letzte Bahn. Und dann klappen wir die Maschine wieder zu. Fahren dann zu Feld 9. Gruben da alles nochmal schön penibel, klein. Und dann. Werden wir halt eben. Mit dem kleinen John Deere reinwechseln und dann geht's richtig los mit der Arbeit. Dann dauert es wieder die halbe Nacht. So. Zuklappen natürlich. So, wir sind jetzt hier auf Feld 9.
Dann sind wir hier gleich auch schon fertig. Und Genie und Wahnsinn sind eng beieinander. Komm, hier kommt wieder mal ein Filmquiz. Wer hat den Satz gesagt? Ein Augenblick, ich suche eins aus. Genau, jetzt kommt mal einer aus meinem Lieblingsfilm. Ich sag nicht, wie der Film heißt. Ihr müsst den Namen des Films erraten. Und wer den Satz gesagt hat: Komm nicht nach San Francisco. Cisco. Ihr habt wieder 5 Minuten Zeit, um den Filmzitat zu erraten. Mit Komm nicht nach San Francisco. Die Uhr läuft ab jetzt. So, schon sind wir fertig mit der Arbeit. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Wir haben ja Raps angespart. Ich bin jetzt gerade natürlich am Überlegen, ob ich mir eine Ladung Raps verkaufe. Anschließend mir Kartoffelsachen kaufe für die Ernte. Bin ich natürlich am Überlegen. Was können wir denn hier eigentlich alles reinpacken? So, Kartoffeln. Zucker, Rüben, Zuckerrohr. Okay.
So, da fahren wir mal eben zum Hof 3. So, und auf jeden Fall. Werden wir dann eben hier ein bisschen Raps verkaufen und dann können wir uns die Technik kaufen für Kartoffeln. Ui. Und auf jeden Fall habt es natürlich wieder mal keiner gewusst. Ist ja typisch. Dann verrate ich euch, es ist The Rock. Fällt der Entscheidung. Film ab 18. Und wer es gesagt hatte, kommt nicht nach San Francisco, war Nicolas Cage als FBI-Agent. Jetzt muss ich natürlich gucken, ob das Geld reicht. Sonst leihe ich mir von der Bank Geld. So, und wir werden mal schauen. Es geht nicht darum. Wir wollen ja mal Kartoffeln anpflanzen. Es ist zwar eine mühsame Arbeit, Kartoffeln anzupflanzen. Und eine sehr kostbare Arbeit. Denn man verdient da kaum was. Aber jetzt hier die ganze Zeit immer nur Raps anpflanzen, macht auch keinen Spaß. Also deswegen habe ich mir dann auch überlegt, mal andere Produkte anzupflanzen. Das heißt auch Kartoffeln. Und sonst so ein Quatsch. Zuckerrüben. So, da fahren wir mal erstmal auf den Hof. So, den Anhänger stellen wir aber zu lange hier ab. So. Dann gehen wir mal hier in den Mähdrescher rein. Bei dem brauchen wir jetzt erstmal ganz bestimmt nicht. Außer wir wollen natürlich Aufträge annehmen, aber wir nehmen im Moment keine Aufträge an. Jetzt fahren wir mit den kleinen John Deere mal eben hier dran.
dann gucken wir mal nach wegen die Kartoffeln. Wir können ja mal gucken, was billiger ist: Zuckerrüben oder Kartoffel. Also, also billigste ist 10, 21, 31, 181.000 für Kartoffeln. Dann haben wir hier haben wir Zuckerrohr und hier Zuckerrüben. So, dann brauchen wir hier 22.000 plus 98.000, dann wären wir bei 100 und 20.000, genau. 120.000, da kommt aber, weil da ja keine Rübentechnik dabei ist, müssen wir natürlich Einzelsaattechnik benutzen. Also eben noch, muss ich mal eben näher dran, weil ich kann das von hinten aus nicht mehr erkennen. So, was da dran steht. Also, zusätzlich erhöht die Füllvolumen deiner Gerätschaft mit dramatischem Gewicht. Ladekran und okay. Okay, der hat sogar einen Ladekran. Okay. Bin ich natürlich am Überlegen. Die haben zwar jeweils 2000. So. Bin ich am Überlegen. 6 Meter Arbeitsbreite. 6 Meter Arbeitsbreite. 26.000, 30.000. 2000, 2200. Kommt immer drauf an, ob sich das lohnt. Was haben wir hier? Ja. Also dann würde ich mal vorschlagen, wir nehmen für 30.000 aus dem einfachen Grunde diesen Turbo, also Tebo V8 und den FH 2200 jeweils, weil durch Saatgut, weil die können mehr transportieren als die anderen, und dann bin ich dann dafür. Das heißt, wir sind bei, wir werden das erstmal alles kaufen, also kaufen. Kaufen. So, und dann die Rübentechnik. Da waren wir ja hier. Arbeitsbreite von 3 Meter. Kaufen. Und kaufen. Da haben wir auch eine Arbeitsbreite von 3 Meter. Das heißt, wir werden jetzt einmal mit den kleinen John Deere fahren. Da sitze ich ja schon einmal drinne. Und dann fahren wir einmal zum Europai. Und dann werden wir zwei Felder mit Zuckerrübentechnik ansehen. Dann muss ich mir aber aussuchen, muss ich mal gucken, welche zwei Felder ich da nehme.
Und dann kommt es natürlich drauf an. Bringt das was mit Zuckerrohr? Aber ich denke, also Zuckerrüben, nicht Zuckerrohr. Wir wollen ja keinen Zuckerrohrschnaps machen. Da kommt es ja immer noch drauf an, wie groß die Felder sind. Für die Technik jetzt halt. Weil wir brauchen dann auch natürlich einen speziellen Anhänger, oder? Oder sollen wir einen Anhänger beibehalten, dass wir da alles in einen Anhänger reinkippen? Also ich bin jetzt erstmal dafür, dass wir einen Anhänger behalten. Auf jeden Fall fahre ich jetzt erstmal zum Yohopai mit dem kleinen John Deere. Weil da laden wir die Saatguttechnik auf. Und dann müsste das eigentlich wunderbar funktionieren. Okay, natürlich wieder mit Überbreite. Passt man natürlich wieder gar nicht so gut in den Kram. Diese Überbreite. Aber hallo, Überbreiter. Ja, machen wir hier einen kleinen Umweg hier über das Feld. Wegen der Überbreite halt. Also Dünger wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht aufladen. Wollte jetzt eigentlich Saatgut rein haben. Packen wir das mal zu lange hier hin. Die andere Technik lasse ich jetzt erstmal beim Yohopai stehen. Das mache ich aber mit dem großen John Deere halt eben.
Und dann fahren wir jetzt erstmal auf Feld 9. Oh, ist noch alles in Ordnung hier. Na dann. Fangen wir jetzt hier mit die Zuckerrüben. Fangen wir mal an. Da habe ich mir jetzt überlegt, Feld 9 und Feld 11. Oder 9 oder 12. 12 und 13. 9. Mal irgendwas gucken. So, wie viel haben wir hier? Also da haben wir 0,66 Hektar. Und hier haben wir 1,37, 1,13, 3 Hektar. 1,37. Okay. Das heißt ja hier auf Feld 11 nur Zuckerrüben anpflanzen, wären es 3 Hektar. Weiß gar nicht, wie viel Kilo das wären. Ja, komm, fahren wir auf Feld 11. Fangen wir von da hinten an. Und fahren halt so quer entlang. So. Auf jeden Fall kommen hier Zuckerrüben. Nein!
Da ist doch Baumwolle. Das sind Zuckerrüben. Ich will doch keine Baumwolle. So, dann darf ich dann noch mal rüber. Weil Geld für Baumwolltechnik, die habe ich nicht und die ist nicht extrem teuer. Das kommt davon, wenn man nicht drauf achtet. Ich lasse jetzt hier einfach mal hier vorne den John Deere stehen. So, Zuckerrohr ist eingestellt. Und jetzt kommt Zuckerrüben, werden gepflanzt. Auf dem Feld, was 3 Hektar groß ist. Aber muss man sich vorstellen. Das Feld 57 ist 11 Hektar groß.
auf jeden Fall kommen hier jetzt Zuckerrüben. Dann passt das schon. Ist natürlich nur ein bisschen blöd. Aber das wird jetzt wirklich extrem lange dauern. Aber leider reicht das noch mit Gülle nicht aus. Da würde ich ja einfach mal sagen, ich lege hier Gülle aus, aber das reicht leider nicht aus. Aber gut zu wissen, dass wir auch hier mit Baumwolle auslegen können. Falls ihr Fragen habt, beantwortet die euch gerne. Aber bitte keine dumme Anfragen wie zocken wir gemeinsam oder spielst du Solo oder sonst so ein Quatsch. Die Fragen beantworte ich generell nicht mehr. Ich habe sie jetzt einfach schon zu oft gehört und auch schon zu oft beantwortet. Deswegen gebe ich da keinen Kommentar mehr drauf ab.
ganz einfach. Ich bin jetzt gerade noch am Überlegen, soll ich auf Feld 9 auch nochmal Zuckerrüben anpflanzen? Da spiele ich wirklich mit den Gedanken. Ob ich dann machen soll. Wir haben noch genug im Tank. Wie gesagt, ich bin jetzt da wirklich am Überlegen, ob ich das nicht machen soll. Auf jeden Fall ist das so, ich werde jetzt echt langsam nervös, weil in ein paar Stunden ist es soweit, dann kriege ich meine erste Corona-Spritze für die Impfung vom Coronavirus. Aber ich kriege die jetzt auch deswegen jetzt schon, weil ich chronisch krank bin, das heißt, ich habe Epilepsie und das ist eine Nervenkrankheit und deswegen darf ich jetzt schon geimpft werden.
komisch. Dann ist das Spiel mit. Dann fängt das Spiel an zu haken an. Wenn die Maschine von alleine ausgeht. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier am Feld 11 an Zuckerrüben auszubringen. Also Saatgut für Zuckerrüben. Und das wird jetzt noch ein bisschen dauern, bis wir hier dann fertig sind, die Zuckerrüben. Weil ich bin auch am Überlegen, auf Feld 9 oder 13 nochmal Zuckerrüben extra anzupflanzen. Aber da muss ich mal mir in aller Ruhe Gedanken drüber machen. Weil ich will jetzt erstmal Feld 11 fertig haben. Und das wird noch reichlich Zeit in Anspruch nehmen. Deswegen, also ich denke mal, dass wir noch mit dem Tank auskommen werden. Falls nicht, wäre das immer noch kein Problem. Der Hof ist in der Nähe und dann will ich einfach nur zum Hof fahren und da nochmal nachladen an Saatgut. Und dann passt das. Deswegen. Also ich mache mir darum einfach keine Sorgen. So, und für meine Familie spiele ich morgen das Versuchskaninchen. Weil ich wäre der Erste, der aus unserer Familie halt eben gegen Coronavirus geimpft wird. Und die wollen dann halt eben gucken, wie ich darauf reagiere. Weil ich halt eben eine chronische Krankheit habe, deswegen darf ich halt eben eher geimpft werden. Was eigentlich unlogisch ist, weil meine Mutter hatte schon Herzinfarkte und normalerweise wäre die dringender dran gewesen als ich jetzt. Deswegen macht das überhaupt keinen Sinn. Aber da meine Mutter sich ja noch nicht traut, sich impfen zu lassen, habe ich gesagt, komm, dann versuche ich mal einen Termin zu kriegen. Habe ich dann da angemeldet bei der Hotline 116, 117. Geht man einfach auf der Internetseite von denen und dann kann man sich da registrieren lassen für die Impfung. Und wenn man dann dran ist, kriegt man halt sofort Bescheid, sage ich jetzt mal, wenn man sich da angemeldet hat, ob man schon dran ist oder nicht. So, ich habe mich schon vor März angemeldet. Und da stand sie noch dran, dass ich da noch nicht an der Reihe wäre. So,
Hab dann meine Krankheitsdaten dann eingegeben, weil die das ja auch wissen müssen, weil die dann genau sehen können, wann man dran ist. Und dann habe ich dann mal eingegeben. Da bin ich dann gestern Morgen um 7 Uhr bin ich dann da rein, habe dann nochmal geguckt und dann stand, dass ich mir einen Termin holen, also einen Termin geben lassen kann für die Impfung. Und dann habe ich das gemacht. Und dann stand da dran, an Datum, ab dem 5.5. Und so, dann habe ich direkt den 5.5. genommen. Und der 5.5. ist heute. So, und den habe ich dann um 8:30 Uhr genommen, den Termin. Weil da kann ich nicht nachher um 5 Uhr in aller Ruhe losgehen zur Arbeit. Bin um 7 Uhr dann wieder zu Hause. Kann mich dann eine Viertelstunde, eine halbe Stunde ausruhen. Und dann kann ich langsam losmarschieren zum Impfzentrum. Der ist ja hier in Duisburg leider in der Nähe von dem Bordell. Auf der Vulkanstraße leider. Aber das macht ja nichts. Und dann passt das schon. Und dann lasse ich mir die Spritze geben. Ein Pieks. Und dann in 6 Wochen eine zweite. Und ich sag ganz ehrlich, ich werde davor ein Video machen, wie ich mir die Spritze verpassen lasse. Ja, das stelle ich dann auf YouTube. Weil ich möchte halt einfach, dass jeder, der sich impfen lassen möchte, geimpft wird. Ja, der Pieks tut noch nicht mal weh. Deswegen kann ich nur wirklich empfehlen, lasst euch impfen. Es ist ja nicht nur für euch selber. Es geht ja auch darum, ihr stellt euch nur mal bildlich vor. Ihr habt jetzt das Coronavirus. Ja, und ihr steckt jetzt, sag ich mal, eure Mutter an. So, und die stirbt da dran, an das Coronavirus. Ja, was macht ihr dann? Dann seid ihr im Endeffekt dran schuld, dass eure eigene Mutter tot ist. Weil ihr euch mit das Coronavirus angesteckt habt. Ja. Ich will es nicht, deswegen lasse ich mich impfen. Sogar auf freiwilliger Basis lasse ich mich impfen. Wird man auch sogar dafür Geld angeboten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und das sehe ich nicht ein. Lass mich lieber freiwillig impfen, weil ich kann dadurch nicht nur mich schützen, ich kann meine Mutter dadurch schützen. Ja. Und ich schütze andere dadurch. Deswegen sag ich euch, seid keine Egoisten, lasst euch impfen. Ja, lasst euch impfen. Ich werde denen morgen auch extra sagen, gebt mir das AstraZeneca-Impfmittel. Ja. Werde ich morgen zu denen so sagen. Weil ich habe damit keine Probleme. Deswegen. Also ich kann euch nur wirklich empfehlen, lasst euch impfen. Es ist ja nicht nur für euch selber, es geht ja auch um eure Familien und eure Freunde. Dann würde ich das ja wohl kaum sagen. Ja. Deswegen, sage ich ganz ehrlich, bin ich auch gerne der Erste, ja, der sich aus meiner Familie impfen lässt. Ja, ich spiele für meine Familie halt eben das Versuchskaninchen. Ja, und gut ist es.
Weil ich kenne meinen Körper. Wenn mein Körper aber nicht darauf reagieren würde, würde ich sofort einen Arzt anrufen. Weil ich kenne meinen Körper. Halt eben durch die Epilepsie. Weil ich genau weiß, was ich meinem Körper zutrauen kann und was nicht. Und wenn das, da ich jetzt mal der Impfstoff nicht gut wäre, dann würde ich den auch nicht weiterempfehlen. Ja, natürlich reagiert jeder Körper anders drauf. Ist ja klar. Ja, aber es geht ja wirklich um die Gesundheit der Menschheit. Weil ich kann dadurch ehrlich gesagt dann nicht mehr angesteckt werden, wenn ich einmal die Corona-Impfung habe. Zwar lasse ich dann jedes Jahr auffrischen wie die Grippeimpfung, ja, aber das ist mir dann egal. Muss man so deutlich sagen. Und ich stehe auch dazu, was ich sage. Deswegen sage ich nur zu euch, seid nicht dumm, lasst euch impfen. Jeder ist nervös bei sowas. Aber ich sagte euch ganz ehrlich, wenn ihr Eier in der Hose habt, dann lässt ihr euch impfen.